Hallihallöchen, Leutings, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider 2. In den Katakomben des Talion sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Ich bin heute nicht allein, denn ich habe einen Gast, einen komplett neuen Gast. Wer ist denn da? Stell dich doch mal vor. Ja, hi. Mein Name ist Tina und wir beide haben uns eigentlich kennengelernt über unsere Let's Plays von Tomb Raider. So ist es. Ich habe zufällig auf YouTube ein bisschen umhergemacht, habe ein paar Videos fertig gemacht und habe ich denn. Du wurdest mir tatsächlich vorgeschlagen. Und da habe ich so gedacht, kleinere YouTuber. Oder eine kleinere YouTuberin dann, als ich dann gesehen habe später. 6 Abonnenten. Guck mal rein. Und. Inzwischen sind es sogar mehr. Ja, stimmt. Mittlerweile bin ich ja noch dazugekommen. Der Keks müsste dazugekommen sein bei dir. Echt? Ja. Ach cool, dann muss ich ihn ja auch noch abonnieren. Das wurde mir gar nicht angezeigt. Ein paar werden mir mit Namen angezeigt. Also du wurdest mir mit Namen angezeigt. Ein paar sind sozusagen anonym, da weiß ich nicht, wer es ist. Aber inzwischen sind es ganze 16. Oha. Ja. Hast du aber auch verdient, weil ich sag's ganz ehrlich, ich bin ja irgendwo mittendrin eingesprungen, nämlich irgendwo in einem Video, das mir halt vorgeschlagen wurde. Und ich habe das halt wirklich selten, leider. Also ich mache das ja auch schon und ich war ja selber auch nicht anders. Dass man halt viele kleinere YouTuber hat, die halt erstmal so anfangen so, hallo und herzlich willkommen, ich bin ja da da da. Dann reden sie plötzlich 20 Minuten lang nicht mehr, weißt du? So völlig nervös und trauen sich auch nichts, irgendwie mal einen Spruch oder so zu reißen. Das kommt halt alles erst mit der Zeit. Und bei dir war das halt sofort, vom ersten Video, das ich gesehen habe, an, sofort, die hört sich an, als ob sie das eigentlich schon 2, 3 Jahre machen würde. Vielen Dank. Aber es ist tatsächlich erst seit diesem Jahr, seit. Was tust du da? Mich umbringen. Die Abwehrzug nehmen, würde ich sagen. Oh, bei dem habe ich mich so erschreckt, als der da plötzlich kam. Ich habe das abends gespielt, dieses Level, also den Levelanfang. Und ich habe mich fast eingeschissen. Ich habe so einen Schiss gehabt, als dieser Typ da plötzlich kam. Ja, wichtig auch nochmal für dich, wir müssen als Challenge in jedem Level alle Geheimnisse sammeln. Okay. Das ist nämlich die Challenge, weil ich dieses Spiel damals schon mal als mein erstes Tomb Raider Let's Play hatte. Und das ist jetzt sozusagen das Re-LP angefangen 5 Jahre später. mittlerweile ist es ein bisschen mehr geworden, weil ich 1,5 Jahre YouTube-Pause gemacht hatte. Okay. Wo ich dann nicht wirklich viel aufgenommen hatte. Aber naja. Immerhin, du führst es fort. Ja. Ich sag mal so, nach 6 Jahren war die Luft dann irgendwann, oder nach, ja doch, es waren dann mittlerweile 6 Jahre und durch den ganzen Corona-Wahnsinn war die Luft einfach irgendwo raus und ich musste einfach mich mal ein bisschen akklimatisieren, mich anderen Hobbys widmen. Hab aber mittlerweile tatsächlich wieder richtig Spaß, hab sogar das Streamen wieder angefangen, das regelmäßige. Jetzt muss ich da mal vorbeischauen. Jetzt 3-mal die Woche aktuell. 2-mal die Woche Ark und 1-mal die Woche Freitags immer Tomb Raider. Okay. Mal gucken, Alter. Wie spät? 18 Uhr. 18 Uhr, okay. Ja, ich wollte eigentlich erst. Entschuldige. Ja, alles gut, erzähl, mach Red. Ich wollte eigentlich erst später, aber ich habe das dann früher so gemerkt, auch wenn ich mit einem Kumpel und so mich zum Zocken verabredet habe, wenn ich von der Arbeit komme und 20 Uhr mache und mich dann erst hinlege, dann komme ich nicht mehr hoch. Nee. Dann kriege ich den Arsch gar nicht mehr hoch. Aber ja, dann mache ich es gleich 18 Uhr, dann komme ich sozusagen 16.30 Uhr von der Arbeit, habe nochmal eine Stunde, mich zu akklimatisieren und. Und zu chillen und dann bleibt man wach. Ja, es ist echt so, wenn man sich nachmittags nochmal hinlegt. Ich habe das auch in der Corona-Zeit, wo man dann auch viel von zu Hause gearbeitet hat. Ich habe mich dann auch teilweise mittags dann nochmal kurz hingelegt oder auch nach Feierabend, weil ich dann irgendwie so müde war. Und ey, du stehst auf, wenn du mal so richtig ins Pennen kommst, ja. Du wachst auf, du weißt nicht mehr, wer du bist, welches Geschlecht du hast, welches Jahrhundert ist. Also es ist wirklich... Irre, ja. Lara, bitte, übel. Bitte erst den anderen. Ich brauche mal eine andere Waffe. den Waffen. Du sagst ja, du willst alle Geheimnisse hier haben. Sag mal, ich habe schon eins übersehen. Nein, ich wollte jetzt fragen. Ich habe ja den zweiten Teil vor kurzem erst sozusagen auch beendet. Das heißt, so ein bisschen ist mir alles hier noch bewusst. Soll ich dir so... Falls ich merke, er rennt da gerade so ganz offensichtlich dran vorbei oder eben auch nicht so ganz offensichtlich, soll ich dir so irgendwie einen Hinweis geben? Soll ich grunzen oder irgendwas, um dich nee. Sozusagen
Gar nicht. Erst Okay. wenn ich wirklich sage, ich habe jetzt gar keine Idee mehr, dann. Okay, alles klar. Ja, ist auch immer schöner, wenn man das selbst rausfindet. Ich meine, im Grunde genommen weiß ich es eigentlich, wo sie alle liegen, aber manchmal rennt man ja doch irgendwo vorbei, wo man sich eigentlich sicher war, dass da nichts ist. Deswegen habe ich mich auch in dem anderen Raum da umgedreht. Gott, erstmal speichern. Ja, wie du vielleicht auch schon gesehen hast, ich habe mein Spiel ein bisschen modifiziert. Die Lebensanzeige, genau. Jo. Oder? Ja. Ja. Das war geskillt. Das war Können. Ah, diese hübsche Maske. Die wir jetzt noch nicht rankommen. Ja. Nee. Ich hat es bei mir auch echt ein bisschen gedauert, bis ich hier gecheckt habe, wie das hier abläuft. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, wie man da rankommt. Ich weiß nicht mal, ob es uns was bringt, wenn wir jetzt da unten hingehen. Aber wir probieren es einfach mal. Ah! Ja, so nicht. Doch. Genauso. Genau so war es doch geplant, oder? Ja, klar war das geplant. Ach, guck mal, da ist so ein schöner hier Knäckebrotboden, Ah, wie ich es immer nice. nenne. Stacheln. Aber ich will Genau. erstmal gucken, ob ich von hier noch irgendwo anders hinkomme. Ich meine, gut, das Schöne an Tomb Raider 2 ist, die Secrets sind noch nicht so böse versteckt. Das Das haben stimmt. sie Und vor tatsächlich allem. leider erst ab Tomb, das haben sie tatsächlich leider in Tomb Raider 3 erst gerafft. Ich muss sagen, mir gefällt das, also wie es gelöst ist im zweiten Teil, eigentlich ganz gut, dass du wirklich das auch vom Weiten sehen kannst. Es ist halt einfach, ja, es ist leichter, ne, die zu finden, weil im dritten Teil, du bekommst genauso wie im ersten einfach nur dieses Geräusch. Du siehst zwar immerhin, das ist, glaube ich, im ersten Teil noch nicht gewesen, also im dritten Teil siehst du, wie viele Geheimnisse es im Level gibt. Das heißt, du kannst dann so ungefähr abschätzen, okay, was M? Ach so, ja, klar. Ich wollte gerade fragen, wo haben wir das Secret überhaupt her? Aber klar, das habe ich doch schon aufgehoben. Oh Ja, das war Gott! ganz. Schmerz, lass nach. Erzähl ruhig weiter. Denk dir da nichts bei. Ich glaube, mir ging es teilweise ganz genauso, dass ich irgendwie verpeilt habe, was ich gerade vor 2 Minuten gemacht habe. Ja, normalerweise bin ich da eigentlich. Wir sind tot. Was tust du da? Aspirin für Lara. Plus jetzt viele Tampons, um die Blutung zu stoppen. So war das Wie ein ursprünglich eigentlich Profi hier, wie geplant. ein Boss Ja, im natürlich. Hüpfsprung. Das ist ja das, was ich leider immer so gesagt habe, wenn man Custom Levels gespielt hat, dann kommen einem die klassischen Tomb Raider nicht mehr so schwer vor. Das ist auch echt eine gute Idee. Das habe ich tatsächlich bisher noch nie gemacht, weil ich jetzt erstmal die ersten 6 Teile, also den sechsten habe ich, also Angel of Darkness habe ich nie gespielt. Der zweite war auch mein allererster Tomb Raider-Teil, Okay. den ich jemals gespielt habe. Allerdings, da war ich 8 oder 9. Also damals war das so, jeder hatte das, obwohl man eigentlich noch gar nicht das Alter dafür hatte, Das ist das zu ja, ist spielen. der Klassiker. Genau. Und dann kam der dritte und der vierte auch, wobei da bei uns die CD-ROM damals irgendwie so eine Macke hatte, man konnte nie speichern. Das war halt immer ziemlich doof. Das heißt, du musstest irgendwann mal den Level-Cheat rausfinden, weil wenn du mal was anderes sehen wolltest, warst du eigentlich gezwungen, das Level zu überspringen. Okay, das ist natürlich doof dann. So ähnlich ging mir das auch bei PlayStation. Wir hatten irgendwann mal. Ei, ich hätte jetzt beinahe einen Körper da reingemacht. Aber vorher gucke ich mal, was da rechts ist, weil das ist so unauffällig, dass man da jetzt so dran vorbeirennt, dass da doch garantiert irgendwas ist. Kurze Ja, so, Weg. so ging mir das in Tomb Raider 4 tatsächlich auch. Wir hatten eine originale PlayStation. CD. Kommen hier nicht normalerweise Viecher? Ja, eigentlich schon. Vielleicht haben wir die jetzt geskippt, weil wir gar nicht runtergekommen sind. Egal. Und die haben wir dann damals, weil ich war auch noch klein, hat Vaters die immer gebrannt. So Oh ja. als Sicherheitskopie, weil wenn die dann zerkratzt ist, dann macht man neue. Und plötzlich, warum auch immer, hat irgendwer die Originale vermüht und die CD hatte dann tatsächlich, das ist ja tatsächlich bei den Rohlingen heute noch so, dass man dann einfach irgendwann das Problem hat, dass da sich einfach die Beschichtung und so, das löst sich ja alles ab. Das hält ja nicht mal im Ansatz so lange wie. Original, ich meine, ich habe jetzt von Tomb Raider 4 für die PC-Version oder für alle, die habe ich gebraucht, gekauft. Ne, für 2-3 Euro. Wir sind hier übrigens schon mal hier gerade runter, den letzten Raum in diesem Level. Ja. Mit einem mega Oh. gut versteckten Geheimnis und mit einem noch schwerer zu erreichenden Goodie. Das man nämlich während des Kampfes einsammeln muss, wenn man es haben möchte. Okay.
Ja, ich kann mich noch Also dran das erinnern. Geheimnis weiß ich, wo es ist. Also das Geheimnis habe ich auch tatsächlich im Nachgang noch geholt, weil ich habe dann nicht gecheckt, dass wenn man den Kollegen, den man dort begegnet, umlegt, dass dann das Level beendet ist. Ja, das ist natürlich doof, wenn man das nicht weiß. Ich weiß das ja und das Problem ist, die Tür geht erst auf, wenn der Kollege kommt. Genau. Und war hier nur Medi? War hier sonst nichts? Das gucken wir nochmal nach. Und du kommst da aber erst ran, wenn der Kollege da ist, an die Goodies. Ich meine, gut, da unten liegt, glaube ich, auch noch ein Secret oder sowas. Oder wenigstens ein paar Goodies. Aber ich sag mal, wenn man jetzt sag mal, sagt, ich will die Uzi haben und ich sag mal, für späteres Spiel, macht das Sinn? Ich gehe jetzt einfach mit gutem Gewissen weiter. Wir machen weiter, aber wir speichern, dass wir zurück können. Ja, ich speichere ja auch immer auf einen neuen Slot. Das mache ich seit Tomb Raider 3 so. Okay. Es gab da im zweiten Level, früher jedenfalls auch bei PlayZ, so einen levelerschwerenden Bug, wo man dann plötzlich, wenn man an einer gewissen Stelle gestartet ist, da hatte man plötzlich irgendwo eine unsichtbare Wand aus heiterem Himmel. Okay. Und Das ist seitdem natürlich. mache ich das, weil mir das im Let's Play damals passiert ist. Oh Gott, an die Stelle kann ich mich noch aus meinem ersten Let's Play sehr, sehr gut erinnern. Ich habe hier Diese hier damals, jetzt? ja, ich habe damals den Controller gewechselt und da irgendwie hat das mit der Umstellung alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Plötzlich ging es nur mit Xbox-Controller oder mit Tastatur. Was für mich beides eine absolute. Und dann musste ich auch noch mit Joypads spielen statt mit D-Pad. Oha. Von allen Seiten. Ja, hier sind ein paar mehr. Und Springen war plötzlich auch völlig woanders. Warum schießt du eigentlich nicht, Lara? Das lief doch relativ. Multitasking war gerade nicht drin. An dieses Level kann ich mich so gut erinnern, weil Fackel. die Fackeln. Nur mal ganz kurz, damit ich mich gut fühlen kann. 70 Stück. Ich habe hier, glaube ich, im ganzen Spiel drei oder vier Fackeln benutzt. Aber ich sage ja, meine Monitore sind alle relativ. Na, was heißt relativ? Wir sind halt normal eingestellt. Aber halt auch jetzt nicht so, als wenn ich jetzt an einem Fernseher oder so spielen würde. Also ganz normal computermäßig. Deswegen ist für mich halt das meiste so grau und dann ist es gar nicht mehr so dunkel. Der zweite Teil ist Ja. sowieso im Allgemeinen noch nicht so dunkel. Der dritte Teil nachher fand ich jedenfalls auch bei PlayStation, der war irre dunkel. Also. Ja, das ist auch tatsächlich so. Also auch am PC, zumindest mein Empfinden nach, ich finde dort regelmäßig Fackeln, freue mich auch immer einen Ast. Und ich nutze die aber dort auch tatsächlich sehr viel. Hier war das ja das Problem. Ich habe es ja selbst, also bei mir war ja das Problem, dass die Aufnahmen immer so dunkel wurden. Ich selber habe es jetzt eigentlich genauso Lara gesehen, hat Nein wie es. gesagt. Sie hat nein gesagt. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Macht nichts. Genau, meine Ich habe den Aufnahmen Faden habe ich auch gerade dort. verloren. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Okay. Ich habe bei mir auf dem Rechner, also wenn ich es gespielt habe, habe ich es genauso gesehen, wie ich es jetzt hier bei dir sehe. Okay. Das Programm, was ich die ganze Zeit genutzt habe, hat aber, warum auch immer, den ganzen Kram viel, viel dunkler aufgenommen. Ist auch nur Und ein ich Programm konnte es. selber. Genau, das muss an dem Programm gelegen haben, weil jetzt nehme Oder ich eine ja mit Einstellung. OBS auf Ja. und jetzt ist alles gut. Mit OBS nehme ich auch Jetzt muss. gerade auf. Genau, das ist In wirklich. OBS musst du aber auch aufpassen, was du da einstellst. Also vom Farbraum und so, Farbregionen und das mal, das hätte ja auch sein können, dass du da vielleicht irgendwie Ja, da diese was. ganzen Einstellungen, die gab es in dem Programm, was ich vorher hatte. Was hast du gehabt? Ich hatte den von Cyberlink, den Recorder. Und also das Bearbeitungsprogramm von denen ist soweit ganz gut, damit komme ich gut klar, aber der Screen Recorder, der ist Dreck. Also, Okay. falls da draußen jemand mit dem liebäugelt, Finger weg. Nicht zu empfehlen. Ganz ehrlich, für jeden, der die Leistung hat, das ist nämlich so das einzige Manko an OBS, würde ich mal so sagen. Wo muss ich hin und. Hä? Für den ist OBS ein super Tool, vor allem zum Streamen und. Aber man muss die entsprechende Leistung haben. Also, wenn man jetzt einen etwas PC hat, der schwacher auf der Brust ist, gerade bei moderneren Spielen, finde ich, ist OBS halt. Weil es halt Open Source ist, sind die Encoder alle nicht optimiert. Die fressen alle mehr Leistung. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich encodiere das hier mit einem NVENCoder von meiner Nvidia-Grafikkarte. Ich encodiere aber zeitgleich, oder beziehungsweise, wie soll ich sagen, wenn ich hier versuche, in 4K 60 FPS was aufzunehmen, ist der Encoder überlastet. Kommt nicht hinterher. Nehme ich das Ganze mit Bandicam auf,
der auch den NV-Encoder nutzt. Das Programm kostet natürlich Geld, schon klar. Aber dann habe ich diese Probleme nicht. Dann nimmt er es flüssig auf mit 40, 50, 60 Bildern, was ich halt erreiche in 4K. Mit meiner 2080, aber alles schick. Oder halt Bandicam. Ich nutze ältere Spiele. Da kommt das Kommando der OBS-Freunde. Die ist nur im Quartett, glaube ich, hier, die Ich glaube, das Bursche. auch. Also, solange es nur die sind und keine Yetis. Etis, geht das alles noch. Von da bin ich gerade gekommen, Bleib kann da das ruhig sein? mal jetzt, wo du da bist, da in dem Bereich. Also da unten, wo die Kollegen daherkamen. Ja, ich habe nur gerade überlegt, aber das ist der Rückweg. Alter, was ich Genau. heute Medipacks verschwende, das geht mal gar nicht. Oder was so schön, hat man einfach gecheatet und hatte einfach von allem Unmengen. Komischerweise, also ich weiß nicht, als ich das erste Mal gespielt habe, das war Ende der 90er Jahre. Meinst du? Ja, genau, diese Geschichte. Mach's aber bitte nicht. Ich habe gespeichert. Okay. Damals war ja auch mit Internet und so noch gar nicht so viel. Aber Das jetzt ja, funktioniert? Ja, 500, hat's. 5000. Wahnsinn. Nur um es mal gezeigt zu haben. Ja. Wie viele Millipacks bekommt man immer dazu? Weißt du das? Wahrscheinlich 50, Glaube oder? 50. Könnt ihr mal Ja. gucken, wir hatten eben 67 oder sowas. Oder Ja, 61, 50, ja. genau, da bist du dran. Alter, ich habe aber auch ein Medipack. Wahnsinn, 17 Stück. Also ich glaube, ich bin zu dem Zeitpunkt hier schon ziemlich auf dem Zahnfleisch gegangen. Ja, es ist aber irgendwo ging mir ja auch, dass ich das erste Mal gespielt habe, nicht viel anders. Wenn man halt auch nicht weiß, was einen erwartet. Ich meine, bei mir ist es so, wenn jetzt eine spezielle Stelle kommt, die ich noch definitiv in Erinnerung habe, weil sie bockschwer war. Dann ziehe ich die Waffen einfach schon instinktiv und denke mir so, ich nehme jetzt mal eine Waffe raus, die ein bisschen effektiver ist oder so. Obwohl ich immer sagen muss, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber ich finde die Automatik bald stärker als die Uzis. Hab die auch voll gerne genommen, die Automatik. Also ich fand die auch richtig gut. So, wir haben auf jeden Fall das gefunden, was wir brauchen, um weiterzukommen. Ist Genau. schon mal gut. Müssen wir ja nur wieder hochkommen. Nee, aber ich finde die Automatik auch stärker. Also ich habe das jetzt gemerkt in den letzten beiden Leveln. Da habe ich die Uzis genommen, weil ich habe gesagt, bis zu diesem Abschnitt werden die Uzis gespart, sozusagen. Genau wegen diesen Typen. Sehen wie Alba mit ihrer blöden Maske auf, ne? Sind halt Gangster. Richtig harten Jungs, ja. Aber er nicht. Er hat ein schöneres Gesicht, er darf es Ne, und zeigen. man merkt ja auch, das Spiel will auch, dass man die Uzis benutzt. Aber ich finde die Automatics einfach immer den Uzis baller ich gefühlt länger drauf mit einer viel, viel Höhe. Alter, 2000 Schuss. Aber wir brauchen sie auch noch. Für alle, die das Spiel nicht kennen, ich werde es jetzt nicht spoilern, ihr werdet sehen. Aber wir nehmen auf jeden Fall mal ein Medkit. Ein Crystal Meth Kit. Oder was auch immer da so Ja. drin sein muss, das Lara. Naja. Wirklich, ja, also es kann ja nur illegal sein, was da drin ist. Also Oh. zumindest hier in Deutschland illegal. Ich glaube, das ist so ziemlich in jedem Land der Welt illegal, aber das passt schon. Ich habe gerade was anderes überlegt, aber ich glaube, da oben in dem Bereich kommen wir später. Aber probieren möchte ich das trotzdem nochmal, ob da was ist. Ihr seht schon, also so ein bisschen, ich habe ja gesagt, es ist für mich nicht komplett blind, aber so ein bisschen Wissenslücken habe ich auch noch. Ne, da komme ich nicht Sind hin. halt so Fetzen, ne, die man Es so. sind Fetzen, die sich aneinander reihen, dann Ja. irgendwann wieder Sinn ergeben, aber nee, hier komme ich später hin. Also würde mich jedenfalls sehr wundern, wenn ich jetzt von hier rankomme. Nee. Nee, nee. Ich kann es dir Wohl. bestätigen, falls du dir den Weg sparen willst, du kommst da noch hin. Wir haben kein Leben verloren. Schick. So, wir haben die Maske gesammelt, ne? Genau. Wie viel Schuss haben wir für die online? 269. Also die geht jetzt auch Ende dieses Levels, Anfang nächstes Jahr zu Ende. Was haben wir denn noch so für Waffen, die wir verballern können? Uzis würde ich gerne noch sparen bis zum nächsten Abschnitt. M16 hasse ich und Granatwerfer brauche ich für den Endkampf. Ich nehme die Harpune dann. Wenn einem nichts mehr bleibt, nehmen wir die Harpune. Gute Wahl. Die M16, die habe ich auch gehasst. Also wenn du Gegner hast, die weit wegstehen, wenn das diese Haut-drauf-Heinis waren, also die kann man damit wohl töten, wenn die weit wegstehen und so. Und ich fand die aber auch irgendwie verwirrend, weil du hattest teilweise, konntest du im Laufen bzw. im Springen mit der M16 schießen, aber ganz oft hat es nicht funktioniert. Und ich konnte nie unterscheiden, wann klappt es und wann klappt es nicht. Also was war unstimmig, dass es dann jetzt nicht geklappt hat? Richtig. Ich Und weiß nicht, in das war. Tomb Raider 3 haben sie das nachher besser gelöst, aber da hieß es ja auch nicht mehr M16, da heißt es ja dann MP5.
Genau. So, kommt jetzt das, was ich denke, was kommt? Yep. Wir machen uns mal eine Fackel an. Wir fackeln uns mal ein. Oh Gott. Hier sind mir die Fackeln ausgegangen in diesem Raum. Ja gut, das kann mir Gott sei Dank nicht passieren. Nee. Lass doch mal runterfallen, die Fackel. Gott, wie ging denn das mit Fackel werfen? Einfach, Wasser? zieh einfach eine Fackel. Zieh einfach eine Waffe. Sie konnte die aber auch werfen. Echt? Ja, ich überlege nur gerade wie. Ah, Tatsache. Wie hast du das gemacht? Gleiche Taste drücken wie jetzt, wenn du eine Fackel ziehst. Okay. Gehen einfach mal runter. Werde ich angegriffen? Sieht nicht so aus. Da stehen sie alle um mich rum. Wahrscheinlich ja. Das ist auch so weitläufig hier unten. Aber ich glaube, Secret war hier tatsächlich nicht, obwohl ich, wenn ich Entwickler gewesen wäre, hier eins versteckt hätte, definitiv. Aber vielleicht liegen hier irgendwelche Goodies oder sowas. Ja. Da Man liegen die auf jeden Fall Kollegen? Granaten. Ja. Hier waren wir schon. Schaut's hier aus? Hi. Nicht wehtun, bitte. Hey. Okay, hier ist Mich hat ja erstmal. mal ein Gegner, so ein Hau drauf, Heini, hat mich ja mal durch eine Wand durchgeschlagen. Der war in einem Raum hinter einer Wand, also in einem Raum. Und ich bin da dran lang geklettert an der Außenseite. Und wie auch immer es funktioniert, der konnte mich, das war auch hier im zweiten Teil in der alten Oper, in dem Level Alte Oper. Da war relativ am Anfang, wo diese Schwingkiste war. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Da musste man so ein bisschen rumspringen und so ein. Ja, red weiter, ich schieße einfach ein bisschen. Ja, ich gucke mir das gerade an, wie gut du das hier löst mit den Leuten hier oder mit den Yetis hier. Mit ihrer hübschen Frisur. Habe mir schon gerade überlegt, dass das eigentlich. Ich speichere das jetzt einfach mal ab, aber wenn ich jetzt überlege, das wäre jetzt ein sinnvoller Einsatz von der MP5 gewesen. Von der M16. Ja, genau. Da hätte man die jetzt gut mal nutzen können. Aber. Warte, das ist mein Safe. Ich nehme mal den davor, nur mal um es auszuprobieren. Für die Wissenschaft. Die Folge ist eh gleich zu Ende von der Zeit her. Ja. Machen wir das jetzt noch und dann moderiere ich die Folge auch schon ab. Dann sind 24 Minuten schon wieder um. Na, obwohl, warte mal, Oha. ich hab 5 Minuten Ja, Vorlauf das geht gehabt, aber. glaube ich. Komm zu Mama. Die Dummen, die rennen alle gegen die Wand und klettern da hoch, anstatt die Treppe zu nehmen. Also Ja, ohne da drin klettern zu speichere ich mal müssen. so, aber dann sparen wir uns ein bisschen Automatics. Alles klar, Waren ihr aber jetzt nur Lieben. drei, oder? Sorry, dass ich jetzt so, Nee, aber es es waren nur drei, oder? müssten. Weiß nicht, ob es Okay, drei weil oder bei mir vier waren. hing damals einer irgendwo fest, deswegen. Aber gut, du wirst es ja beim nächsten Mal sehen. Ja, also hier läuft auf jeden Fall keiner. Jo. Ich stelle mich mal hier hin, damit nichts passiert in der Aufnahmepause. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Tomb Raider 2. Tina ist dann natürlich auch wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao. Ciao.